Zuerst wollten wir was anderes fahren und dann haben wir auch gesagt, nein, nehmen wir es auch nicht her. Und so macht man das halt immer im Training. Man. Einmal probiert man das, einmal das und das Bessere kommt dann am Zug. Ich bin meistens so mal 7 oder so im Container. Es kommt darauf an, wenn Stahlzeit ist, aber so 3 Stunden davor, so bin ich sicher halt schon im Container und tue die Ski fertig machen. Ich tue es erst in der Früh abziehen und die Kanten machen und finishen tue ich in der Früh erst. Ja, wir sind immer dabei. Ob ich jetzt gewinnt oder verliert, wir sind immer dabei. Nur die Stimmung, was direkt vor Ort ist, die ist einfach gigantisch, weil da einfach die Leute, die anderen Leute alle so mitleben, die was rund um dir herum sind, das ist schon eine eigene Stimmung.